Leute, okay, weiter geht's hier in unserem. Yeah. Oh, moly, moly, moly. Nein, lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Was ist das da hinten? Ein Grabgesang. Oh. Okay, ja, ein bisschen müssen wir ja doch kämpfen. Es tut mir leid. Das ist alles ein bisschen echt. Nein, what the fuck? Ein bisschen in die Länge gezogen, wollte ich sagen. Dank diesen kleinen, dämlichen Fatzke-Viechers, die mir auf den Nerv gehen. Sterbt einfach alle. Aber wir werden ja immer stärker, insofern. Bums, ist er da mit Reingriff. Und Geralt kommt mal wieder nicht zum Zuge. Zack. Yay. So, den schieben wir dahin. Und den kriegen wir dahin, denn wir wollen ja, hehehe, den kleinen Djinn holen, der da oben für uns lauert, wartet, wie auch immer. Anna, umstellen. Zack. Oder? Moment, umstellen. Ja, warte, erstmal muss die Lore auf jeden Fall da oben hin. Das Lied ist cool. Jetzt muss ich aber mal ganz genau gucken. Moment, da. Gut, wir machen hier auf jeden Fall schon mal den ganzen Kram. Fertig, soweit er ist. Hoch mit dir. Okay. Da ist... Na, keine Ahnung. Tschö. Ja, gut. Danke, vor solchen Tieren kann ich dann doch noch flüchten. Ein Wunder ist geschehen. So, und hoch da. Zufallskämpfe, wie ich sie liebe. Nicht. Eigentlich hasse ich Zufallskämpfe, aber... Egal, mich stört das dieses Spiel, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Nur in dieser Höhle. Zack, zack, zack. Weg, Tarantel. Das ging schnell. So. Hä? Moment. Hab ich irgendwas vergessen? Hier ist keine Lore. What the fuck is a fucking lore? Lore? Oh, geh weg, lass mich in Ruhe. Tarantel des Untergangs. Moment, wo ist die Lore? War sie hier? Ach, ja klar, natürlich war sie hier. Wuhuhu! Jumping all over the world. Yay! Deswegen haben wir das ja hochgemacht, blöd Mann, ich. So, zack und rein. Lala, und wir kommen jetzt. Ja, wo kommen wir wohl hin? Lauf mich raus. Okay. Und wir, ja, speichern ganz kurz mal. Denn wir möchten ja nicht, dass der Kleine flüchtet. So, haben wir alles gut hier? Ach, ich würde mal sagen, wir machen wieder auf die altbewährte. Nein, falscher Knopf. Auf die altbewährte. Alles einfach auf Standby gesetzt. Bam, und draufgehauen. Hoffen, dass er uns nicht killt, vor allem. Hallo, mein Kleiner. Sehr schön. Quelle. Procne und Neptunoid. Zack. Jupp. 155. Schön. Jetzt, egal. Er stirbt schon nicht. Das war viel Schaden. Egal. Ostara. Zack. Ich möchte dich abbrechen. Die Beschwörung dauert auch trotz Abbrechen ziemlich lange. Oh, zwei Punkte mehr Schaden. Toll. Neptunoid. Zack, wenig Schaden und besiegt. Okay, und Geralt kommt mal wieder nicht zum Zuge. Geralt, warum machst du das? Warum bist du so langsam? Meine Freunde. Nein, soll aber nicht Isaac folgen, soll mir zeigen. Ich lasse die jetzt aber erstmal wieder miteinander verbinden. Und zeig dann gleich, was Quelle denn macht, wenn Mia den aktiviert. Und es wird schön. Zack. Da-da-da-dam, pam-pam-pam-pam-pam-pam, ba-da-dam, pam-pam-pam-pam. So, wenn Mia Quelle aktiviert. Tja, Quelle, ach erstmal, der Effekt von Quelle, ist super. Stellt KP von allen wieder her, aber jetzt passt mal auf. Sie wird, Priester, das heißt, ihre Werte steigen erstmal drastisch auf und sie lernt Wunsch. Sie lernt Wunsch! Mein Gott, Wunsch ist so ziemlich einer der besten Synergien im Spiel, denn Wunsch heilt alle. Ba-ba-ba-bam, supi, oder? Geile Sache. Ach. Ja, endlich. Ach, das wird schön. Jetzt geht alles. Alles wird besser. Da-dam, da-da-dam. Wieso hab ich jetzt einen Ohrwurm davon? Epizentrum, na. Erdbeben muss reichen. Zack. Zack. Ich habe jetzt nicht so die meiste Synergie. Vor allem Mias Synergie geht auch langsam zur Neige, sehe ich gerade. What the fuck? Das ist aber nicht gut. Mias Synergie darf niemals zur Neige gehen, weil dann hat sie nichts mehr und, für einen Heiler nicht so cool, ganz ehrlich gesagt. Na egal, Geralt macht den Anstoß mit Feuerball. Voll die Verschwendung auf ein so ein kleines Drecksvieh. Egal. Zack, 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 zack. Gut, dann ändern wir gleich mal unser Angriffsmuster ein bisschen. Da habe ich schon eine Idee. Unsere beiden Freunde, Isaac und Mia, werden dann einfach nur normal drauf einkloppen. Ohne Psynergie zu verschwenden. Lalalalalalalala, was zum... Okay, Moment.
Okay, jetzt muss ich doch mal hier so machen. Zack, zack, zack. Sollte machbar sein, möchte ich meinen. Nein, was soll das? Zack, Schwert reingebohrt und gebissen, mein Kleiner. Zack, und jetzt macht Garrett den Rest. Selbst die Tarantel ist schneller als Garrett. Oh mein Gott. Garrett. Egal. I love you, Garrett. I love you. Really. Ich mag dich wirklich. Zack. Oh, jetzt kommt's. Jetzt wird's langsam mysteriös. Pass auf. Ja, na, na, wir gehen hier lang. Wir gehen hier lang. Und da oben ist gleich. Na, Moment. Ah, langer Weg. Oh, Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand. Es könnte ein Felsen herabfallen. Okay. Schilder sollte man tun nicht ignorieren. Vor allem Warnschilder. Zack. Bäm. Und das Ding bricht ein. Und was passiert jetzt? Oh mein Gott! Okay. Ja, das war der... Der Superschrei. Jo. Da unten sollte jetzt wohl... ein Loch sein. Und wir hören Schreie. Von einer Kreatur. Die dort zu leben scheint. Ach, ich kann euch ja gleich die stärkste Wasserbeschwörung von Goldsand 1 zeigen. Fällt mir gerade so auf. Ich habe ja jetzt 4 Djinns von mir. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam. Wir heilen uns noch einmal kurz. Oder machen das eher mit einem Blatt. Zack. Ja, komm, noch eins. Die Blätter sind sowieso jetzt eigentlich ziemlich nutzlos, wenn man ein Gott mal spächern. Da-da-da-da. Yay! Und hoch geht's. Oh mein Gott! Da ist er. Der Riesen Wassertyp, der hier das Sagen hat. Hydros-Statue. Okay, mein Kleiner. Die geben wir erstmal dick aufs Gesicht. Na, Verteidigung, nee, lieber Angriff heben. Ist jetzt erstmal wichtig an der ersten Runde. Warte mal, bevor ich dann einen Angriff verschwende. Granit! Angriff heben. Ja, die erste Runde benutzen wir jetzt nur dazu, um uns mal ein bisschen zu erhöhen, was unseren Status hier angeht. Außer Mia. Mia kann ruhig drauf einschlagen. Granit! So, kaum Schaden in der Runde ist schon mal sehr schön. Yay, C4. Und jetzt wird Garrett schneller sein als er. Das ist auch schön. Da, da, da. Garrett schien sogar so schneller zu sein als er. Nein, natürlich nicht. Warum glaube ich das überhaupt? Garrett ist niemals schneller. Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist in der Physik nicht möglich. Okay. Kiesel hauen wir drauf. Fieber hauen wir drauf. Ö hauen wir drauf. Und Mia. Ja, Nebel. Yay, jetzt haben wir einen tollen Angriff. Und können... Oh, Ivan. Danke, du hast endlich mal Doppelschaden gemacht. Und machst... Du hast mehr Schaden gemacht als Isaac und als Mia. Und als Garrett. Nee, aber egal, trotzdem, das ist toll. Ivan, ich bin stolz auf dich. Okay, Isaac benutzt jetzt mal Ramses. Ich möchte Quarz nicht einsetzen, bringt uns nämlich nichts. Gut, mach's nett. Wir erhöhen unseren Widerstand. Mia, ja, heile mal Ivan. Der Gute stirbt uns dann sonst wieder weg. Was noch ziemlich uncool wäre, denn wir haben noch nicht den 4. Djinn für Isaac. Wenn das dann auch erledigt ist, dann wird alles besser. Oh, ja, 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 ja. Ihr werdet sehen, was ich meine. Wenn es soweit ist, natürlich nur. Zack, zack, zack. Verteidigung nochmal anheben. Ja, komm, mach Schaden. Die ist mir egal. So, Isaac. Bretzel mal so drauf, oder? Ja, doch. So. Tiamat beschwören. Und du beschwörst Brockne. Und du machst Quelle. Wunderschön. So, gleich haben wir 4 Merkur-Gins auf Standby. Das heißt, dann geht's rund, Leute. Dann zeige ich euch die mächtigste Wasserbeschwörung aus Goldsand 1. Zack. So, jetzt noch einmal alle heilen. Toll, oder? Das ist schön, das ist praktisch, das mag ich. Und nochmal Tiamat, brutzel den. 331 Schaden, Mann. Das ist doch mal ordentlich, würde ich sagen, oder? Zack, ja komm. So, bis mir jetzt dran ist, bist du leider weg vom Fenster, mein kleiner Hydros-Fühl, glaube ich jedenfalls. Ich könnte es mir gut vorstellen. Und, weiter Ragnarök. Garrett, Hitzewelle. Ivan, Sturmblitz. Okay, Mia. Zeig uns Boreas. Bam, 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 bam. Na toll! Oder auch nicht. Na gut, dann zeige ich euch das gleich beim nächsten Gegner. Level 16. Und für eine Glücksmedaille. Puh. Wir haben es geschafft, Isaac. Wir haben die letzten Wasserbestie, besiegt. Ich frage mich, warum sich Altins Wächterstatuen in Monster verwandelt haben. Ist es nicht eigenartig? Nein, ist doch logisch, nachdem die Steine runtergefallen sind. Oh, ich bin mir sicher, dass ich etwas ständig zu sehen bekomme. Trotzdem ist es eigenartig, dass der Grund der Mine aus Steinreliefs besteht. Die Wächterstatuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Zum Bewachen? Oder sowas? Na, Garrett. Hinter den Wächterstatuen steht eine Schatzkiste.
Das muss mit dem Ruin zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Herr Isaac, wir sollten die Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Und was ist drin? Der Schwebestein. Und der Schwebestein ist toll, denn der lässt uns eine Fähigkeit erlernen, nämlich Telekinese. Das ist eine Wasserpsynergie, deswegen gebe ich es auch mir. Weil ich mache das immer so, habe ich schon mal erzählt. So, wir sind hier fertig eigentlich. Wir gehen jetzt hier raus. Und können jetzt Telekinese einsetzen. Wow. Mysteriöse Sachen spielen sich hier hervor. Zack. Und wir haben auch direkt mal einen gleichen Stein zum Testen gehabt. Der war nämlich hier relativ nah dem Eingang. Wenn wir da angekommen sind. Ach ja. Gut, Leute. Ganz kurzer Schnitt. Bis gleich.